Nachdem Syriza und Cheshire den wahren Ursprung zerstört haben, erscheint erneut eine Illusion des Jungen namens Lucaon. Kopflos war Syriza einem Jungen aus ihren Träumen in den Wald hineingefolgt. Nun fragte sie sich, wem sie da eigentlich die ganze Zeit hinterhergelaufen war. Am Altar des Feenkönigreichs sollten sich Syrizas Fragen klären. Sie sollte erfahren, was es mit dem weißen Wolf auf sich hat und dass ein echter Thronerbe sie hierher gerufen hatte. Prinz Lucaon. Warum hatte Ignis sie nur nicht gewarnt gehabt? Jetzt schien einfach alles zu spät für Syriza zu sein. Denn hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einer neuen Folge Syriza and the Lost Demons im überwachsenen Schrein. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Cheshire wirkt auf jeden Fall glücklicher als jemals zuvor. Das siehst du daran, dass er nämlich auch gelegentlich ein paar Späße macht. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Merke gerade einen kratzigen Hals, trinke einen Schluck und wünsche uns allen viel, viel Spaß. Seht ihr das? Ich glaube, diese Feuerelementarkraft ist einfach das, was ihm am meisten gefällt. Wir können die anderen mal noch mit ausprobieren, was er dann macht. Nämlich, wenn wir nämlich einfach nichts machen. Aber ich glaube, Feuer ist das, was er am meisten mag, siehst du? Bei Wasser macht er nichts. Wasser mag er nicht. Also, oder? Doch. Oh, da macht er Seifenblasen. Okay, das ist cool. Die Animation haben wir uns bis jetzt noch nie angucken lassen. Was macht er in der Steinform? Oh ja, das gucken wir uns jetzt schnell einmal durch. Ist ja gleich vorbei. Bei Feuer macht er schneller was, ne? Okay, dann schüttelt er sich ganz viele Steine davon. Lacht aber nicht so vergnügt wie bei Feuer, ne? Und Pflanze? Ich glaube, Pflanze ist tatsächlich auch sehr unspektakulär. Also, die Feuerform. Aber ich meine, klar, ne? In Inferno ist es einfach unfassbar heiß. Es ist ein Dämon. Der kommt aus der Hölle. Der liebt Hitze. Ja, doch. Okay, das hatten wir auch schon gesehen. Alles klar. Gut. Dann suchen wir nämlich die dritte Kugel hier. Müssen wir mal schauen, wo wir die finden. Ist auf jeden Fall was, wo wir alleine weiterlaufen müssen. Ah ja, da oben schwebt. Schön gesehen. Eine Brücke nur für den Dämon. So, er läuft da lang, ich laufe da hoch. Kriege ich das getimed hin? Kriege ich. Kann er hochspringen? Ah, kann er nicht. Das heißt, ich muss ihn werfen. Stimmt, das ist ein bisschen zu hoch. Na. Wo ist der Punkt? Ich finde den Punkt nicht. Nein, spring doch nicht runter. Mann, das hat Mühe und Not gekostet, dich darauf zu werfen. Himmel. Dämonenkinder. So, bleib jetzt da oben. Das heißt, ich muss ihn, wenn es drüber ist, auf jeden Fall festhalten und fixieren. Also, hier.
Nee, die Position war schlecht. Oh, nö. Okay. Also, wir müssen eine gute Position finden. Ah, kriegen wir hier schon. Aber kriege ich das nicht rangezogen? Nee. Vielleicht mit Feuer irgendwie zerstört. Doch, warte. Doch! Haha, so, also. Mit Distanz. Und das alles nur, damit wir da jetzt weiter können. Möchte ich aber anmerken. So, dann laufen wir runter. Feuermarker, gut. Also, Cheshire wird ab sofort öfters in der Feuerform gelassen. Komm nicht runter, Mann, das gibt's doch nicht. Spring doch einfach, Mädchen. Ich liebe einfach überall diese ganzen Kristalle, ne? Sie so aufleuchten. So, und wir finden Geschichte des Feenkönigreichs 7. Und da haben wir bis jetzt die größten Lücken. Aber gut, so wird es uns überliefert. König Meltrod erkannte Arthurs Stärke an und akzeptierte das Duell. Kaum hatte dieses begonnen, hatte Meltrod sich allerdings bereits auf Arthur gestürzt. Mit einem wilden Lachen und Wahnsinn in den Augen schwang Meltrod seine Infernus-Lanze, die greller loderte als je zuvor. Arthur zog sein Schwert, um Meltrods Angriff zu parieren. Doch er hatte keinen winzigen Augenblick zu spät reagiert. Und so drang Meltrods Lanze tief in Arthurs Seite ein und versenkte ihn von innen. Die Zeit schien anzuhalten. Der ganze Wald blickte verzweifelt zu, als alle Hoffnung wieder zu zerspringen drohte. Doch dann stürzte plötzlich ein solch sintflutartiger Regen vom Himmel, dass man meinen konnte, ganz See Nimue hätte sich am Himmel gesammelt und würde auf sie herabprasseln. Der Regen ließ Meltrods Flammen für einen Moment erlöschen. Arthur nutzte die Gelegenheit und stieß sein Schwert direkt in das schwarze Herz Meltrods. Mit ungläubig aufgerissenen Augen begann Meltrods Körper ein glühendes Rot anzunehmen, blähte sich wie ein Ballon auf und zerplatzte schließlich in unzählige Teile, die sogleich vom Wind zerstreut wurden. Der blutrote König war von Arthur besiegt worden. Arthurs darauffolgende Krönung wurde einstimmig von ganz Avalon anerkannt und so fand der lange vom Krieg gezeichnete Wald endlich Frieden. Ich habe ja die Befürchtung, dass gegebenenfalls Hinweise auf den bevorstehenden Endkampf sein könnten. Und es hörte sich so an, als würde ich gegen den Ballon kämpfen. Oder? Ich kämpfe zumindest innerlich noch gegen Corona, so heißt die Dame. Ach nö! Also, wir werfen ihn nach oben. Und ich muss ja hier irgendwie durch, vielleicht. Was ist mit mir? Hä? Ich stelle gerade fest, sollten wir mal was gönnen. Achso, warte mal, hier geht's weiter. Aha. So, ich habe den Weg gefunden. Also stehen lassen kann ich ihn da ja nicht. Oh, wo laufe ich denn da jetzt hin? Ah, oh, verdammt. Ah, siehst du, wenn die sich zueinander entfernen, hat sie zu viel Angst. Okay, also, ich guck nochmal, wo wir ihn dann platzieren. Ich hätte jetzt gedacht, er muss hier rüber. So. Das war doch jetzt richtig. Ja. Ich glaube, ich war vorhin in irgendeiner komischen Ebene. Sorry. Boah, Alter, Syriza. Mann.
Also eigentlich voll unfair von mir. Ich würde da jetzt nicht lang balancieren wollen. Ah, siehst du, war nämlich essentiell, um ihn hier rüber zu holen. Ach so, weil Rosmarin, Entschuldigung. War keine Absicht. So, hier wäre jetzt aber Eis, das heißt... Warte mal. Und er selber muss vielleicht irgendwie rüberkommen. Gucken wir mal. Ja, sieht gut aus. Ich kann immer noch nicht zu ihm hin. Komm ich da hin? Ja, sieht gut aus. Wobei das ja jetzt auch wieder so aussieht, als könnte ich da laufen. Ich sehe es nicht. Hä? Ist von der Ebene gerade so ein bisschen blöd gemacht. Ich sehe es einfach nicht. Ich sehe nicht, wie ich hinkommen soll. Ich sehe es nicht. Alles ist davor. Also das müsste man irgendwie so ein bisschen drehen können. So ein bisschen Mindfuck-Optik. Muss ich da lang? Muss er vielleicht rüberspringen? Ich schicke ihn jetzt einfach mal. Keine Ahnung, wo er dann hinkommt. Nee, okay, dann kommt er rüber. Aber wie komme ich denn hier hoch? Ah, ich muss das auflösen. Ah. Ah, ich muss das reparieren. Ah. Ah, okay, okay, okay. So eine Geschichte ist das. Aber können wir uns jetzt nicht vereinen? Ist das nicht einfacher? Ja, jetzt geht's. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Aber es ist sehr schön gemacht. Sehr, sehr schön gemacht. Und da unten sehe ich was zum Lesen. Das Tier dann noch ruft uns. So sieht's aus, ne? Es ruft uns einfach. Okay, da kommen wir noch nicht ran. Später vielleicht... Ah, wie komme ich denn runter? Schon wieder diese Schattendings. Können wir es erst lesen? Ja, cool. Wenn nichts funktioniert, das funktioniert. Geschichte des Feenkönigreichs 8. Arthurs erste Handlung als neuer König bestand darin, sein Volk zu einer bescheideneren Lebensweise zu ermutigen und das Anstreben einer Kultur einzufordern, in der alle Lebewesen gleichermaßen an den Reichtümern des Waldes teilhaben sollten. Er widmete sich auch der Verbesserung der Beziehungen zu den Menschen und Irrlichtern, die über Generationen hinweg von den Feen übel behandelt worden waren. Arthur erlaubte sogar ein paar vielversprechenden jungen Feen, die Sprache und Kultur der Menschen zu studieren. Die Feudalzeit Avalons liegt nun lange hinter uns. Die Bewohner des Waldes leben in Frieden und Einklang miteinander unter der Herrschaft ihres großartigen Königs. Arthur hat sich allerdings weiterhin zahlreichen Idealen verschrieben und wird dabei die Unterstützung vieler benötigen, um sie zu verwirklichen. Ich hoffe, wir werden endlich in der Lage sein, dieses Land gänzlich vom Krieg und Leid zu befreien. Ich wünsche mir, dass ich seinen Bewohnern die Schönheit zeigen kann, die dem Streben nach Harmonie mit allen Lebewesen innewohnt. Mein lieber Sohn Lucaon, ich kann nur hoffen, dass die unnötigen Mauern, die zwischen Feen und Menschen errichtet wurden, zu Staub zerfallen sind, wenn du erst einmal groß geworden bist. Mit diesem Wunsch im Herzen schließe ich dieses Kapitel von Avalons Geschichte und sehe einer strahlenden Zukunft entgegen. Hä? Hä? Also, die Geschichte des Feenkönigreichs wurde von ihm niedergeschrieben, der Vater von Lucaon ist, dem wir hinterherlaufen. Okay, jetzt wird's wild. Aber Einklang mit den Menschen. Ich habe ja schon mal gesagt, am Anfang hatte ich so die Vermutung, dass dieses Spiel tatsächlich uns auch so eine gewisse Message in puncto geh mit der Natur richtig um vermitteln will. Und auch das höre ich hier, wenn man das so rein interpretieren will, doch irgendwie schon wieder raus. Nur in dem Fall im Einklang mit den Feen und Irrlichtern. Sollten wir für uns übersetzen im Einklang mit der Natur und den Tieren. So finde ich das. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber
So klingt es. Lass mich nicht beirren von euch. Ich lass mich vielleicht doch beirren. Gut, kommen wir später wieder. Aua, die hat mir echt wehgetan, die Fee. Ist das jetzt wirklich das letzte Tyrannok? Das habe ich ja beim letzten schon gedacht. Es kommt immer noch eins. Okay, wobei das sieht echt anders aus. Die Quelle? Ich weiß nicht. Ich werde trotzdem auch hier einmal speichern. Ursprung. Das ist das Ursprungstier in der Nock. Hier fing alles böse an, böse zu werden. Und das sind immer noch 69%. Ich spiele schon gefühlt fast 3 Stunden und hänge seit 3 Stunden. Ah! In 3 Stunden habe ich 1% geschafft. Yay! So, ich werde auf jeden Fall... Ich möchte jetzt 2 herstellen. Ja. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Und das wäre jetzt dumm, wenn man nicht einfach hier schnell nochmal einen Heiltrank herstellen würde. Oder 2. Sind wir zwar maximal dran. Wenn wir dann jetzt durch Zufall irgendwie dummerweise einen einsammeln, den wir dann nicht mehr tragen können, dann ist das so. Aber anders würde ich es jetzt nicht machen wollen. Gucken wir mal, was uns erwartet. So. Ah, 2-mal. Sie hat die Magie verstanden. So. Let's go! Womit fangen wir gleich an? Feuerschäscher? Ja, wobei die sehen normal aus. Wir können mit Steinschäscher vielleicht ran. Der ist ein bisschen robuster. Und den Fallensteller müssen wir als erstes auslöschen. Den hasse ich ja auch für die Pest. Ja, jetzt sind wir dem gefallen. Jetzt sind wir geklöppelt. Theresa ist festgebappt. Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er ist. Da. Aua. Magier. Kommen die denn alle her hier? Hier. So, finde ich gut. Der hat Feuer. Ich habe gerade kein Wasser. Kriegen wir das auch so hin? Ich guck mal. Dora. Also gefühlt alle, die wir irgendwie mal hatten, das ganze Repertoire mal durch, oder? Ich lade mal Shesha noch nicht auf. Wobei. Was ist ein Umbra? Das hier, oder? Ist doch der Mond. Damit haben wir das Problem gleich gelöst. Aber danach ist Ende. Ah, hier ist Stein. Warte mal, wo ist ein Stein? Warte. Eine Barriere dran zu kommen. Bei beiden. Felix. Nicht schlimm. Ich glaube, das ist auch irgendwas mit Pflanze. Da, siehst du. So, ich halte ihn fest. Alter, das nimmt kein Ende, oder? Ah, auf den müssen wir uns zuerst fokussieren. Macht der nicht immer noch mehr? Hat der nicht mit Feuer? Macht der nicht irgendwie... Fliege. Macht er vielleicht auch? Feuer verbraucht sich so schnell. Und hier war... Warte mal. Alter. Ja, es ist die Quelle. Darfst du nicht vergessen. Die Quelle sind natürlich alle irgendwie nicht okay. Ach, was macht Theresa eigentlich da? Random im Nichts rumlaufen. Wen zuerst? Keine Ahnung, wen zuerst. Hat kein Ende, der Kampf. Ist doch Feuer. Oh, warte mal, was ist das denn für ein Gerät? Ich hier jetzt doch
Ich war doch mal mit dem Aufgeladenen. Zack. Das sieht doch gut aus. So. Ich habe jetzt versucht, deswegen habe ich zwischendurch auch nicht reden können, sehr bewusst die Elemente einzusetzen. Und sah jetzt, glaube ich, auch gar nicht so furchtbar kacke aus. Wir haben die Ursprungsquelle gefunden und werden diese Quelle jetzt zerstören. Ich hoffe ja, dass uns jetzt nichts aufhält, was durchaus sein könnte. Cool. Gucken wir mal. Deswegen probiere ich das möglichst schnell jetzt hier zu erledigen. Da wird auch niemand mehr jetzt auf die Idee kommen, uns zu hindern. Die Quelle der Quelle quasi. Weil alles andere war da schon Ursprungsquellen. Aber wenn das der Ursprung vom Ursprung ist und der Urursprung. Aber wohin wird es abgesaugt? Dieses Loch da ist für mich immer noch ein Mysterium. Lucan! Is there no challenge you cannot overcome? Cerasa, you amaze me. Das sage ich auch zu meinem Roboter. Ist das ein Irrlicht? Der leuchtet so. I'm not alone. I would have never made it this far without Cheshire's help. Toll. Und dieses Mädchen hat so ein bisschen für ihn schon geschwärmt, ne? Aber mit dem Irrlicht ist schwierig. Yes, your control of that demon is a testament to your skill as a witch. Oder ist das noch eine Fee? Feenjunge. Soon we will meet at last. Sorry, sir. I count down the hours. Oh, wenn er das so sagt, könnte das unser Endkampf vielleicht sein. Ich zähle schon die Stunden. Vielleicht ist dem Jungen einfach nur langweilig und der sucht einen richtig starken Gegner. Jemanden, der es bis zu ihm vorschafft. Boah, das wäre richtig fies, ne? Aber dann kannst du mir vorstellen, dass ich den am Boden, also dass ich den zerfetze bis aufs Nichts. Weil er dann mit meinem Gefühl gespielt hat. Also, haben alle Tiere noch am Altar des Feenkönigreichs ausgelöscht. Der Nebel lichtet sich, wichtige Orte sind jetzt markiert. Cheshire! Freut mich ja. Ignis singt auch glücklich. Ich habe immer noch keine Früchte hier am Start. Mann, wir gucken gleich mal auf die Karte. Ah, warte. Ach, Mann. Bring. Kaputt gegangen. So still gerade, ne? Die Ruhe gefällt mir gerade nicht. Dass es so unfassbar ruhig ist. Aber hier leuchtet was, als würde ich jetzt endlich mehr Kräfte. Siehst du das? Aber das hat nichts zu sagen, denke ich. Oder? Doch, wir können eine Sache. Das hier. Höllenbande 2 erhöht das Tempo, mit dem du im Knuddelmodus Magie beherrschst. Oh, ganz wichtig. Brauchen wir unbedingt. Wichtig. Weil, dann können wir Cheshire noch schneller aufladen. Das ist ja auch ein Move, den wir jetzt wirklich schon sehr, sehr oft auch schon gemacht haben. Und noch machen mussten. Wobei wir jetzt auch den Trank ganz gut schon eingesetzt haben. So, den Rest geht nicht. Blinkt hier irgendwas? Nö. Oh, ich brauche Früchte. Ich gehe mal raus. Nee, ich will, raus. Ah, jetzt sehen wir das hier. Jetzt ist halt die Frage, das interessiert mich noch. Meinst du, das taucht noch auf oder das bleibt Wald? Aber es sieht irgendwie komisch aus. Irgendwie sieht das aus wie ein Puzzleteil, was vielleicht noch fehlen könnte. Also die Map ist ganz schön groß. Und hier fehlt doch auch noch irgendwas. Weil du hast irgendwie manche gelbe Sterne und manche sind noch blau.
Aber zumindest sehen wir hier auch die Gestirne schon wieder. Was hat es mit den Sternbildern auf sich? Ich weiß es nicht. Let's take a break. Und wir werden auf jeden Fall von denen hier noch was hier. Ein oder zwei? Komm, ich mach gleich zwei. Die fand ich jetzt wirklich gut. Weil dadurch hatten wir nicht mehr das Problem, dass wir warten mussten, bis Cheshire wieder aufgeladen. Also mussten wir ihn nicht erst wieder zurückrufen und aufladen und warten und flüchten, sondern konnten halt nonstop weiterkämpfen. Das war richtig gut. Achso, ich wollte speichern, ne? I'm exhausted. Ja, dieser Lucan. Wer oder was ist das? Was hat es mit dem Jungen auf sich? Ich weiß es nicht. Aber ich möchte da auch nicht in das helle Licht. They had returned to the forest. A new path appeared before their eyes. Und was hat es mit dem weißen Wolf auf sich? Ist der weiße Wolf vielleicht der verzauberte Vater von Luca? Ich habe keine Ahnung. It seemed to call to Ceresa, as if a strange force were pulling her. Morgana fehlt doch jetzt, die sie aus dem Wald komplett wieder rausschleift. Das wäre doch jetzt mal ein geiler Move. Lucan is up ahead. I'm sure of it. We're getting close, Cheshire. When you're ready, let's go finish this. Ich glaube nicht, dass das dann schon vorbei ist. Bin mir aber tatsächlich auch nicht sicher. Ich will da in das Loch nicht rein. Hey. Jetzt habe ich Angst. Okay, was passiert jetzt? They had finally made. Ach! As promised, Lucan, the boy from Ceresa's dreams, was waiting, but unlike his radiant ethereal counterpart, this Lucan looked pale and lifeless. Und auch überall so eine Dornenranken, aber in blau. Bei unserer Mutter in Rot. Lucan? As Ceresa called out his name, she heard Lucan's voice ever so faint. Welcome, Ceresa. I knew you would make it. Hold on, Lucan. I'll get you out of there. Ich weiß nicht, ob das klug ist. I am here. I'm afraid what you see in that crystal is nothing but a shell. Both Ceresa and Cheshire were startled. The source of Lucan's voice was none other than the White Wolf. Why does the White Wolf sound like Lucan? Don't be afraid. While my body was sealed, my soul still runs free in the body of this wolf. Jetzt lieben wir einen Wolf. It was in that body that Lucan had guided them through the forest. Okay, also zu seinem Körper gebracht. You were sealed? But why? My blood. I am the child of human and fairy. Human and fairy? Fear not. Not all fairies are like those you've met. I wish to live in harmony with humans. For that, I was cursed to this fate. And so the boy told Ceresa of his tragic past. Lucan was the last fairy prince, the son of the former king and his human queen. The king was loved by his subjects and even sought a way to live in harmony with the human world. But a faction of evil fairies conspired against him. Killing the king in cold blood, they next came for his wife and young Lucan. His mother managed to save Lucan's spirit before she was driven out of the fairy kingdom, never to return again. Unable to kill Lucan, but fearing the return of his royal bloodline, the rebellious fairies sealed his body using a powerful spell. Both your parents? Lucan, you
been through so much. Lucan's past reminded Ceresa of her own. Her heart hurt for him. All I could do was wander the forest, trying desperately to hold on to the memory of my human self. But Ceresa, there exists one way to break this curse. It requires a special power, something only a witch can possess. And so each time a witch entered the forest, my hopes soared. I tried my best to guide them here, but... Oh, Ceresa, I'm so happy you made it here safely. Now, I beg you, please help me wake from this nightmare. With the seal broken and my fairy power restored, we can leave this forest together. Das ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Vielleicht ist es eine böse Fee. Was ist denn, wenn alle Feen böse sind? Something only a witch can possess? Just say the word. How can I help? Why, Ceresa, you've already brought me exactly what I need. Den Dämon? What? I did? Yes! You brought the sacrifice. Sprich den Rätseln. That demon is perfect. Just what we need to break the curse. Was? Ist okay, ein Opfer. Dann bleib du mal lieber in deinem Kristall stecken, ehe ich den da opfer. Ceresa could not believe her ears. Sacrifice Cheshire? Niemals. Nur bei meiner Leiche. Hurry, I must absorb that demon's power. At long last, the curse will be broken. Und da kennst du schon, da kann irgendwas nicht ganz knusper sein. I can't do that. Deswegen hat er uns auch geholfen, den Dämon zu befreien. What do you mean? Why not? Es ist mein Freund. Sacrifice Cheshire? I can't do that. He's my friend. Siehst du, genau so. Freunde opfert man nicht. Your friend? You mean that demon? Ceresa, what are you saying? Es ist mein Freund. Punkt. Look at it. Demons are infernal creatures that feast on human souls. You witches harness their power as a tool, a weapon, nothing more. Wir sind ein Team und außerdem urteilt man nicht nach dem Äußeren. Wir sind Freunde. Punkt. Cheshire is no tool. He's a living creature with his own thoughts and dreams. We made it this far by working together. So I'm not about to offer him up like some sacrificial goat. Schwester, gut gesprochen. I want to help you, but I simply cannot do that. I don't believe this. Jetzt tickt der Wolf aus. I'm sorry, Ceresa, but you leave me no choice. Lucan. Wir wurden in die Irre geführt und in den Wald gezerrt. Lucan's face, only a moment ago so full of hope, now contorted by sorrow. She wanted desperately to help him. Noch. Ich bereue und deswegen sind wir in den Wald rein. There must be something else. I'll help you find another way. Können wir nicht den Feenkönig opfern? You don't understand. This is my last chance. Er macht es trotzdem. Die letzte Chance, ja. Der ist böse, ich sag euch das. Stop, I'm begging you. Alleine dafür hasse ich ihn. Mein Dämon. Scheiße. Hearing the desperation in Ceresa's voice, for an instant Lucan hesitated. But his mind was made up. Egoistisches, dreckiges,
Feenkind. Bin verärgert. Der wahre Thronerbe, Prinz Lucan. Siehst du, jetzt zeigt er sein wahres Gesicht. Oder eins zumindest. Bin ich jetzt stattdessen drin gefangen? Captured by the fairy prince, Cheshire's life force was being drained. I can't believe I trusted you. Ja. Eine sehr, sehr bittere Lektion gelernt. Trau nicht jedem hübschen Jungen, der dich in den Wald lockt. Nix. Vertraue den wahren Freunden. Oh Gott. Scheiße. Ja, natürlich. An 10.000 Ketten jetzt hier. Meinst du, es hat auch 4 Wellen dann? Möglich. Here we go, Cheshire. Okay, ich glaube, jetzt muss ich einfach erstmal überleben, hier auf diesen Ringen. Und richtig sliden. Wow. Oder auch nicht. Okay, gut. Links, rechts, rechts. Aber ich meine, kämpfen können wir ja nicht wirklich. Gut, die zweite Kraft, Steine. Also er zieht wirklich jede Elementarkraft raus und eignet sich die selber an. Keine Ahnung, wo ich jetzt hinlaufen soll, ist mein Problem. Schneller! Ich glaube, ich muss irgendwo da runter. Die nächste Elementarkraft Wasser müsste es ja jetzt sein. Das ist krass. Scheiße. Okay, Wasser. Kommen wir denn da jetzt vorbei? Warte mal, also erst der oben. Weil was anderes können wir ja nicht tun, außer hier die Dornranken auflösen. Aber genau mit sowas habe ich befürchtet, dass uns das erwartet. Ach, scheiße, oder? Ha. Oben? Und das kommt jetzt safe in mehreren Wellen. Die letzte Elementarkraft, Feuer. Und damit hätte er alle Elementarkräfte in sich vereint.
ein bisschen aufpassen. Der Weg hier, warte mal. Ist ja auch so rum. Oh, es ist so traurig. Aber es ist ein mächtiger Dämon. Und wenn nicht, sonst kommt er auf jeden Fall mächtiger zurück. So. Es gab ja zwei Seiten von diesen Ketten. Das heißt, wir befreien ihn jetzt erstmal. Warte mal. Zweimal. Wo fängt's an? Da. Zweimal. Scheiße, er fällt sonst wohin, ne? Und es wart nur noch ein Kuscheltier, korrekt? Das wäre krass. Okay, also ich glaube, wir müssen jetzt flüchten vor sämtlichen Wellen. Ist geil gemacht. Ich lieb's. Von der Musik erinnert mich das ein bisschen an den Endkampf Zelda Ocarina of Time gegen Ganondorf. Aber der andere Seite. Okay, wir haben jetzt verschiedene Wellen, die wir überleben müssen. Das können wir hin. Ich liebe ja Rennspiele. Hier mal zwischendurch den Trank zu trinken. Komm hier nicht ran. Also Trank kann ich gerade nicht auf. Kann ich jetzt einnehmen? Nein. Morgana, das wäre jetzt lustig. He's gonna pay for that. Time to take seine Kraft machen wir. Geil. Nicht geil. Also irgendwie ja schon. Also, Prinz Luca und Freunde, da ist er. Wie wir den festhalten. Wir müssen ihn, glaube ich, erstmal schwächen mit irgendwas. Also wir weichen mal aus. Oh Gott. Gefühlt machen wir gar keinen Schaden. Fork. Warte, Warte, da war was. Festhalten oder nicht, gefühlt gibt das keinen Sinn. Aber vielleicht kriegen wir wahrscheinlich so nach und nach die Kräfte zurück. Also muss einfach vielleicht einfach schnell sein. Aufladen mit Kräften ist hier nichts. Das sieht so ein bisschen aus, als wäre da jetzt die
kommen hier nicht ran. Ah, weil Syriza hier frisst. Oh, was ist das, Syriza nicht frisst? Mann! Den auch nicht festgehalten, ne? Scheiß Dämon. Ich hab's befürchtet, dass uns sowas erwartet, Mann. Wir haben nicht so viel Tränke. Scheiße. Aber war das jetzt die erste Elementar? Nee, irgendwie nicht. Mist, der ist echt kräftig. Mächtig kräftig. Ohne die Elementarkräfte sind wir halt auch echt irgendwie gefühlt nix. Also, er bleibt halt auch nicht drin, ne? Mach, was du willst. Syriza muss halt aufpassen, glaube ich. Syriza muss aufpassen, dass sie ihm da nicht in die Quere kommt. Daher setze ich jetzt mal eine andere Taktik an. So, wenn er Sterne sieht. Ansonsten muss ich ausweichen. Naja, okay, wenn er den macht, ist natürlich schlecht. So. Aber ansonsten... Ist das ein Job für Cheshire? Und ich bleibe möglichst weit hinten. Oh, jetzt haben wir gut. Gut, 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 gut. Aber das heißt auch übersetzt, wir müssen wirklich gucken, was wir jetzt machen müssen, ne? Schwer. Probier trotzdem die gleiche Taktik zu verfolgen. Und jetzt mit Syriza, warte mal, wenn er Sterne sieht, dann einfach schnell draufhauen. Okay, er macht einen Ball. Ich glaube, da müssen wir beide zusammen ausweichen. Syriza vielleicht schneller. Wow. Kühlen Kopf und Bahn. Die Bälle werden immer größer. Hier wieder teilen. Warte, Syriza. Okay, schnell. Einfach schnell raufhauen. Syriza muss weg. Syriza muss weg. Nee, sie muss hin. Sie muss Cheshire retten. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, wo er ist. Wir haben gleich keine Tränke mehr. Das ist unser Problem. Scheiße. Ich das gewusst, hätte ich am Anfang nicht so viel eingesetzt. Weil wir haben noch drei Kräfte. Also, ne? Zweieinhalb Kräfte vor uns. Ich probiere es jetzt mal ohne, dass die Syriza ankommt. Oh, das sieht gut aus. Aber jetzt kommt Wasser, was auch nicht geil ist. Ich weiß halt nicht, ob wir ihn jetzt festhalten können. Oder ob wir die Taktik verfolgen, dass wir Syriza einfach außen vor lassen. Wir können ihn rausstampfen. Das ist gut. Rausstampfen. Gut, das machen wir. Oh, Strudel. Strudel, Strudel, Strudel. Okay, Strudel. Das gemeinsame Ankämpfen gegen den Strudel.
Gott, was ist das denn? Gott, bewahre. Okay. So bleiben wir jetzt. Uah! Okay. Ich gehe nach hinten. Lacht. Ich bin die Wasserkraft. Feuer wird nochmal schwierig, glaube ich. Pass auf. Den Fisch müssen wir hier feststampfen. Kriegen ihn. Warte mal. Das Stampfen ist gut gegen den. Sirila muss halt wirklich bleiben, wo sie ist. Warte. Auffrischen. Das andere bleibt uns gerade nicht übrig. So. Und. Oh, ich will gar nicht wissen, was das ist. Oh. Kann ich jetzt eine andere Route nehmen? Ich glaube ja. Scheiß die Wand an. Die Welle müssen wir ein bisschen aussitzen. Kommt jetzt wieder raus? Ich weiß nicht, was es ist. Hol ihn dir. Cheshire, fass! Ich würde ihn ja voll gerne fixieren, aber das wird nicht klappen. Den kriegen wir schon. Prinz. Ich weiß auch, warum der festhing. In irgendwo ganz unten. Nein! Lass sie in Ruhe! Gut! Der hat länger gedauert, ne? Wir müssen gleich auf die Folgenzeit achten, Freunde. Krasser Kampf. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Wo ist es, Syriza? Wir müssen Syriza da rausholen. Also, hier, sie ist da am Ende. Ist gut. Ich weiß nicht, was er macht, wenn er das macht. Ach! Mist! Syriza, lauf da hin jetzt! Ach, ich mir Arsch! Mann! Ich weiß, es ist ein bisschen fahrlässig. Gleich so viel verloren, ey. Aber noch brennt er ja nicht. Einfach schnell sein. Schnell. Schnell. Warte. Feuer aushalten. Oder Feuer löschen. Aber das sieht so aus, als würde es gleich wieder ausgehen. Ich versuche dem mal auszuweichen. Das ist ein krasser Phönix. Hawk, jetzt komme ich an den Dämon nicht dran, weil der Dämon weg ist, Mann, am Arsch. Lösch ihn. Ich sehe überhaupt nichts. Ich sag doch, Feuer ist echt schwer. Ich habe nur noch einen Trank. Ich muss aufpassen. Ich hasse das. Ich will den Kampf nicht normal machen, ne? Syriza, geh einfach zur Seite. Ich will ihn ja fixieren. Ich will ja helfen. Noch nicht. Okay, einfach schnell sein. Schnell sein. Los. Rauf. Einfach immer wieder rauf. Warte.
sieht doch gut aus. Immer wenn er Feuer fängt, löschen wir ihn. Haben wir jetzt Feuer? Aber der ist jetzt safe noch nicht vorbei. Und er füllt sich wieder auf. Womit auch immer. Freundschaft. Alle Kräfte jetzt? Er ist der ultimative Dämon. Was macht er? Ui. Ja. Hat er jetzt eine neue Kraft? Wut? Rase. Oh. Sieht ja jetzt geil aus. So, neue Facecam-Aufnahme, damit es uns nicht abkackt, Freunde. Cheshire, I'm here now. It's okay. Unleash your real power. Cheshire, let's go. Jetzt bin ich gespannt. Reiten wir auf ihm, entfesselter Cheshire. Indem Cerisa auf Cheshire reitet und ihre Magie nutzt, um ihn zu stabilisieren, kann sie jetzt seine wahre dämonische Macht entfesseln. Entfesselter Cheshire kann mit L ausweichen und eine mächtige physische Attacke mit R ausführen. Also dadurch sind wir fusioniert und haben wieder ein komplettes Gamepad für die ganzen Aktionen zur Verfügung. Er kann außerdem über A, B, X und Y mächtige Elementarangriffe einsetzen. Nutze diese Kräfte, um das Blatt zu deinen Gunsten zu wenden. Ja, das machen wir. Ach, hör doch auf. Geil. Wir haben halt jetzt auch nicht mehr viel. Und wir können Cerisas Dornenranke anwenden. Aber wir müssen auch ausweichen. Wir haben einfach keinen Trank mehr. Also wir müssen jetzt erstmal ausweichen. Können wir den jetzt nicht festhalten? Ja! Ist das geil, so stelle ich mir Kämpfe vor. Ich würde jetzt den letzten Trank einsetzen. Cerisa fixiert ihn. Es hat nicht funktioniert, doch. Einfach alle Kräfte auf einmal. Wir weichen aus. Ist das krass. So stelle ich es mir vor. Ist gut. Und jetzt können wir ihn fixieren. Schnell. Los. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Einmal noch. Aber ist es jetzt wirklich besiegt? Ich glaube, nein. Er versucht mal wieder die Energie abzusaugen, kann das sein? Kann Cerisa nicht noch auf was Krasses?
Okay. Schaffen wir doch. Oh, oh. Oh. Aua. Theresa. Beides? L und R? Ich mach alles, was du willst. Zusammen. Oh Gott. Ich sitze jetzt wirklich so da. Mann. Ja, die Freundschaft. Und der hat uns ja in den Wald gelockt, dieser blöde Junge. Friss ihn auf. Having lost Cheshire's power, Lucaon struggled to stay on his feet. Richtig so, ab in die Kristallmitte zurück. Lucaon! Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle das getan hätte. Aber Theresa hat einfach ein gutes Herz. Such altruism was unheard of throughout all infernal texts. But Theresa understood. Kapitel 12. Für einen Freund. Ui. Leute, wie die ganze Geschichte weitergeht. Oh, warte mal. Prinz Lucaon. Das lesen wir uns jetzt noch durch. Alter, crazy. Was war das für ein Kampf, oder? Und es geht auf jeden Fall noch weiter. Ich bin sehr gespannt. Der wahre Thronerbe, Prinz Lucaon. Dies ist Lucaon, der zu seiner Feenform zurückgefunden hat, indem er einen Teil von Cheshires Seele absorbiert und damit das Siegel seines Körpers gebrochen hat. Auch wenn er noch nicht wieder über seine ganze Macht verfügt, so übersteigt seine Stärke bereits die gewöhnlicher Feen ums Hundertfache. Er besitzt nicht nur angeborene Talente beider Elternteile, sondern hat auch von Kindheit an regelmäßig geübt, sodass er Zaubersprüche für jede erdenkliche Situation kennt. Seine physische Stärke ist ebenfalls beachtenswert und gefährlich. Selbst die stärksten Baumstämme Avalons kann er mit einem Hieb seiner Klauen zu Kleinholz verarbeiten. Er ist eigentlich ein gutmütiger Charakter, der keinen Gefallen am Kämpfen findet. Doch wenn es die Situation erfordert, zeigt er seinen Feinden keine Gnade. Er hat einen Kampf einmal begonnen, lässt er nicht nach, bis sein Gegner eindeutig bezwungen ist, wobei er mit flinken und entschlossenen Hieben angreift. Obwohl Lucaon noch jung ist, zeigt er bereits die Stärke und Reife, die er als Thronerbe braucht, was ihn zum primären Hindernis für Pukas finstere Pläne machte und dazu führte, dass Puka seinen Körper mit der Macht der Elementarkerne versiegelte. Aber ist halt die Frage, können wir Puka mit ihm vielleicht besiegen? Das werden wir herausfinden in der nächsten Folge. Ladies and Gentlemen, klickt euch unbedingt rein, weil, Alter, wie krass ist denn die Story gerade geworden? Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann also auch wieder mit am Start seid. Und bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.